Hallo, willkommen zurück bei Masters of the Universe. Jetzt kümmern wir uns um den Rest von Trapjaw. Ja, und hier ist es wichtig, dass wir den nicht zu bunt malen, weil sonst sieht er aus wie so ein Weihnachtsbaum, der voll beleuchtet ist, und das wollen wir nicht. Wir wollen versuchen, den eine vernünftige Farbe aufzutragen und ganz wichtig, nicht zu starke Mitteltöne. Ansonsten sieht er wirklich zu bunt und zu knallig aus und das ist irgendwie nix. Also Emuse hat ihn zwar so gemalt, aber ich bin eher Fan hier so von meiner Version. Für eine schwarze Rüstung ist es hier wirklich wichtig, dass Eclipse Grey von Scale Color ist nach meiner Meinung das Beste, womit man so eine schwarze Rüstung beginnen kann. Diese Farbe sieht am Anfang wirklich auch wie schwarz aus, aber verblasst immer mehr und wird so matt grau, ja, desto trockener sie wird. Und die tragen wir auf alle erhöhten Stellen. Also wir folgen quasi wieder dem Licht der Rüstung, die uns ja durch das Priming und durch die Lampe gezeigt wird. Und ja, folgen einfach dem Licht und malen genau das an, was wir auch dem Viewer zeigen wollen. Für das Grün verwende ich zum Beispiel Mood Green, da das für mich persönlich den besten Ton hat, nicht zu knallig, aber auch nicht zu schwach. Und wir malen damit wirklich, ich habe es übrigens an der linken Stelle mal vorher getestet, wir malen da wirklich ganz vorsichtig alle grünen Stellen auf seiner Rüstung, so am Bein, am Rückseite vom Bein, am Arm und so weiter. Das malen wir alles schön ordentlich, tragen wir das auf, auch so ein Gürtel, ganz wichtig. Und ja, wir verfahren auch hier wieder nach demselben Muster, versuchen schwarze Ränder schwarz zu lassen und so weiter. Können auch das Gesicht damit malen und versucht auch hier im Gesicht wirklich nur die wichtigen Stellen zu treffen. Ist nicht ganz einfach. Wie gesagt, das ist auch wieder eine knallharte Figur und versucht es einfach mal. Jetzt hellen wir die Grundfarbe für die Rüstung auf. In dem Fall brauchen wir einfach nur ein wenig Ivory zu benutzen. Ihr könnt auch Weiß nehmen, wenn ihr wollt. In meinem Fall nehme ich Ivory und ihr seht, ich mache gleich einen großen Sprung und mache nicht noch irgendwelche Zwischenstellen. Wie gesagt, wenig Mitteltöne. Ganz wichtig auch zu erwähnen sind die Ränder. Ihr müsst die Ränder wirklich akzentuieren, ihr müsst sie betonen und könnt auch mal ein bisschen so hin und her scratchen, damit ihr wieder so eine Struktur bekommt, aber das ist ganz wichtig. Ja, hier benutze ich den Flow Improver, damit wir eine ziemlich dünne Konsistenz bekommen, und mische den nächsten höheren Ton und fange damit an, Ecken zu betonen und Kanten zu bemalen. Aber auch wirklich nur an bestimmten Stellen, das ist sehr, sehr wichtig, um dieses Schwarz besser darzustellen.
Jetzt kommt der Clou, jetzt versuchen wir das Ganze wieder abzutönen, indem wir Black Templar Contrast nehmen, das ist nämlich hier der Key. Black Templar Contrast, ein bisschen mit dem Contrast Medium Mittel, verdünnt es sehr und dann könnt ihr die ganzen Töne und die ganze Rüstung nochmal runter tönen und den Schatten dadurch verstärken und schiebt es dann in die Richtung, in der ihr es wollt. So, nachdem das alles getrocknet ist, können wir das Grün auch nochmal schattieren mit zum Beispiel Vallejo Ink in Grün. Und das ist nur die erste Stufe, um dem Grün noch so einen Ton zu geben. Dann shade ich das Ganze nochmal mit einem selbstgemachten Grün. Dann nehme ich einfach nur Mood Green und mische es dann mit Schwarz. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Wolf Grey. Wolf Grey ist eine perfekte Farbe für alle Non-Metallic Sachen und so weiter, um die final zu akzentuieren. Ja? Also bestimmte Punkte an der Rüstung nochmal zu betonen, das macht ihr und eigentlich ist die Rüstung dann schon fast fertig. Hier seht ihr, wovon ich gesprochen habe. Jetzt nehme ich dieses Mood Green, mixe es mit Schwarz, bis ich die gewünschte Farbe habe und shade alle grünen Stellen noch einmal. Das hat zur Folge, dass das Leuchten kommt noch weiter durch, aber die tiefen Stellen werden jetzt richtig schön dunkel. Und natürlich gehen wir dann mit Mood Green wieder zurück und fangen wieder an, alle erhöhten Stellen nochmal zu skizzieren und aufzuhellen und mischen das dann immer weiter mit Ice Yellow zum Beispiel oder ihr könnt auch Laser Yellow nehmen oder was auch immer und erhöht dieses Grün dadurch und ja und fangt an weiter zu akzentuieren und das war's eigentlich schon mit dem Grün. Das gleiche macht ihr natürlich mit dem Gesicht auch. So, als finaler Step empfehle ich noch einmal das Black Templar Contrast zu benutzen, aber diesmal extrem verdünnt mit Wasser. Und dann könnt ihr nochmal über alle Teile so drüber gehen, um das nochmal wieder zu verdunkeln und zu verstärken. Und hier seht ihr nun endlich das finale Produkt. Er sieht nicht zu knallig aus, er sieht aber trotzdem geil aus. Der Helm wurde mit dem Rezept von Orko gemalt, also schaut euch das Orko-Video an, dann seht ihr, wie ich den Helm gemalt, also dann seht ihr die Farben des Helms, das ist eigentlich ganz einfach, selbes Verfahren, Licht, Schatten und so weiter. Ja, das war es im Großen und Ganzen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr da oben seht ihr zum Beispiel, da ist der hellste Punkt und ja, so ist es dann mit dem Helm aufgebaut, naja. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und hoffe, das hilft euch. Und wir sehen uns im nächsten Video dann bei Skeletor. Und haut rein, bis dann. Ciao.